Zwischen der Recherche und der Produktion des Videos und der Aussendung lag aufgrund von privater Ursachen bei mir mehr Zeit als gewöhnlich. Dadurch sind einige Uhren, die ich ursprünglich im Video hatte, nicht mehr in der aktuellen Kollektion vorhanden und die Kollektion 2023/2024 hat angepasste Preise. Ich habe das an den entsprechenden Stellen im Video vermerkt, sodass das Video Stand Februar 2023 aktuell ist. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute geht es um eine weitere Marke aus Glashütte und zwar handelt es sich um Union Glashütte. Eine sehr interessante Marke, die ich immer als relativ neue Marke wahrgenommen habe, die es aber gar nicht ist. Lass mich da mal ein kleines bisschen drauf eingehen, denn die Geschichte zu Union Glashütte ist wirklich interessant. Union Glashütte wurde 1893 von Johannes Dürrstein gegründet, also wirklich lange am Markt. Von 1919 bis 1925 hat man versucht, die Produktion effizienter zu gestalten, zu automatisieren. Und das hat nicht ganz so geklappt, wie man es sich ausgemalt und vorgenommen hatte, sodass die Marke 1925 aus dem Handelsregister gelöscht wurde. 1996 wurde Union Glashütte aber neu gegründet, und zwar als Tochterunternehmen von Glashütte Original. Im Jahr 2000 kam dann die Übernahme durch die Swatch Group. Sowohl Glashütte Original als auch Union Glashütte wurden in den Swatch-Konzern eingegliedert und die gesamte Produktionssteuerung verlief dann unter der Ägide von Swatch, was dazu führte, dass Union Glashütte als die etwas in Anführungsstrichen günstigere Marke zurückstecken musste, der Fokus auf Glashütte Original lag und es keine oder kaum Kapazitäten gab, um Union Glashütte als eigene Marke am Markt entsprechend zu positionieren und weiterzubringen. 2008 hat die Swatch Group dann Glashütte Original und Union Glashütte ganz klar getrennt, beide Uhrenmarken separat am Markt positioniert und auch mit einer separaten Produktion versehen. Unter der Leitung von Adrian Bossart ist dann Union Glashütte etwas aus dem Schatten von Glashütte Original herausgetreten und hat eigene Uhren am Markt etabliert. Soweit ich weiß, stellt Union Glashütte ausschließlich mechanische Armbanduhren her, bis Adrian Bossart nach über 12 Jahren bei Union Glashütte zu Rado, einer anderen Swatch-Marke, gewechselt ist, hat er viel bewegt. Union ist in einen Neubau gezogen 2012. Heute wird Union Glashütte von den beiden Geschäftsführern, das muss ich kurz lesen, Franz Linde und Frank Kittel geführt und ist nach wie vor unabhängig von Glashütte Original sehr präsent in meinen Augen am Markt mit einer wunderschönen Produktpalette und ganz tollen Uhren, die wir uns jetzt einmal etwas näher anschauen wollen. Zu den beiden bekanntesten Produktlinien, zumindest für mich bekanntesten Produktlinien, gehören wohl die Belisar und die Noramis. Und die Belisar Sport Datum, die ich euch hier im Bild auch entsprechend einblende, ist eine Uhr für 1980 Euro, die ganz unverkennbar eine Sport- bzw. Taucheruhr ist mit 45 mm im Durchmesser, durchaus nicht klein und 20 bar wasserdicht. Das verbaute Werk ist ein UNG-07SI mit einem eigenen Union Rotor. Was das Basiskaliber ist oder ob es ein Inhouse-Kaliber ist, das konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Verbaut ist auf jeden Fall eine Siliziumspirale und eine Uhr, die wirklich groß, robust und sehr männlich wirkt. Die
Produktlinie Belisar ist aber nicht nur auf Taucher- und Sportuhren ausgerichtet, sondern auch Pilotenuhren sind im Programm, wie zum Beispiel die Pilot Datum, die ich euch hier einblende. Die ist mit 41 mm im Durchmesser deutlich kleiner als die Sport Datum und wirkt auch insgesamt etwas eleganter. Ich mag das Datum mit den drei Ziffern in der Anzeige auf 6 Uhr sehr, denn so kann man auch das Datum erkennen bzw. ermitteln, wenn der Minutenzeiger genau auf dem Datumsfeld steht, weil mindestens zwei Ziffern sind erkennbar, sodass man die dritte sich leicht ermitteln kann und immer das Datum ablesen kann, auch wenn die eigentliche taggenaue Datumsanzeige durch den Minutenzeiger verdeckt sein sollte. Der Preis für die Belisar Pilot liegt bei 1.750 Euro. Dann gibt es in der Belisar-Reihe auch noch eine Uhr, die mich ein kleines bisschen an Field Watches erinnert. Bezeichnet ist sie als Belisar Zeitzone mit einem Gradientziffernblatt in Grün und einer zweiten Zeitzone. Eine schöne Uhr, wo ich allerdings persönlich finde, dass die arabischen Ziffern etwas feiner ausgeführt hätten sein dürfen, sodass man die Zwischenräume zwischen den Ziffern, also bei 6 und 5, kann man das ganz gut sehen, die 4 ist ganz zu, dass man da ein kleines bisschen mehr Platz und ein bisschen mehr vom Ziffernblatt in den Kreisen der Ziffern gesehen hätte. Aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung. Diese Uhr wird aktuell angeboten für 1.730 Euro bei einem Durchmesser von 41 mm und 100 Meter Wasserdichtigkeit. Und jetzt kommen wir an einen Punkt, wo ich sagen muss, mir ist die Produktlinie Belisar nicht 150% klar, denn wir hatten eine Taucheruhr, wir hatten eine Pilotenuhr, wir hatten einen GMT, eine Zeitmesser, eine Zeitzonenuhr und jetzt kommt noch ein sportlicher Chrono dazu, der in meinen Augen toll aussieht, aber sich nicht so 100% in die anderen Uhren einreiht, sodass die Reihe Belisar für mich extrem abwechslungsreich ist, vielleicht sogar etwas zu abwechslungsreich. Der Chrono, den ich euch hier zeige, hat einen Durchmesser von 44 mm und einen aktuellen Verkaufspreis von 2.370 Euro bei einer Wasserdichtigkeit von 100 Meter. Was mir hier sehr gut gefällt, ist, dass die ganzen Stoppfunktionen in der Zeigerfarbe abgesetzt sind. Ich mag sowas, das macht es doch deutlich leichter, die beiden Funktionen Zeitanzeige und Stoppzeitanzeige zu unterscheiden. Alle Zeiger, die mit der Stoppfunktion in Verbindung stehen, haben rote Akzente oder sind komplett rot gehalten. Und um meine Verwirrung im Rahmen der Belisar-Reihe komplett zu machen, haben wir jetzt noch eine etwas edlere Uhr, sportlich edel, sportlich elegant, mit einer Mondphasenanzeige. Und wenn ich jetzt insbesondere nochmal die erste, die Sportdatum und die Mondphasenanzeige nebeneinander halte, würde ich persönlich nicht darauf kommen, dass sie aus der gleichen Produktlinie eines Herstellers kommen, denn die Uhren sind doch sehr weit auseinander. Der Belisar Chronograph Mondphase kostet aktuell 2.980 Euro bei einem Durchmesser von 44 mm und 100 Meter Wasserdichtigkeit. Die zweite Produktlinie, die für mich persönlich eines der Aushängeschilde von Union Glashütte ist, ist die Noramis. Mit der Noramis Datum zeigt sich die mir bekannteste Noramis. Mit 40 mm Durchmesser und einem aktuellen Verkaufspreis von 1.860 Euro ist das eine wirklich gute Uhr für jeden Tag, die man auch sehr gut tragen kann, die nicht zu edel ist, um nicht auch in der Freizeit glänzen zu können, aber auch nicht zu sportlich, um im Anzug negativ aufzufallen. Das ist wirklich eine Uhr, die, wie ich finde, man immer und überall gut tragen kann. Ja, die Noramis-Reihe finde ich persönlich etwas konsistenter als die Belisar, aber auch hier gibt es einen Ausrutscher, der mich etwas verwirrt, und zwar die Noramis Datum Sport. Ein ganz klarer Taucher, eine ganz klare Sportuhr, die sehr viele Anleihen zur
Belisar Datum Sport hat. Und ich habe noch nicht erkannt, wie die Produktlinien zusammengestellt sind. Ich kenne es von vielen anderen Herstellern, die haben Taucheruhren, die haben Dresser, die haben Flieger, die haben Fieldwatches. Und das sind die entsprechenden Produktlinien. Vielleicht ist es auch nur meine Gewöhnung, dass ich persönlich mich anhand dieser Kriterien in Produktlinien bewege. Und hier ist der Schnitt etwas anders gemacht, nicht entlang der Designelemente, sondern entlang eines anderen Elementes, was ich aber so noch nicht erkannt habe. Die Noramis Datum Sport kommt mit einem Durchmesser von 42 mm, 20 bar Wasserdichtigkeit und einem aktuellen Preis von 2.100 Euro. Und der zweite in Anführungsstrichen Design-Ausrutscher, nicht im Sinne von schlechtem Design, sondern ein Design, was ich nicht ganz in die Reihe einordnen kann, ist der Chrono für 2.950 Euro. Wobei ich sagen muss, die Ziffern und auch die Indizes passen schon sehr gut zur Noramis Datum. Insofern passt das gut da rein, aber die Uhr wirkt auf mich deutlich sportlicher als die beiden erstgezeigten, die Noramis Datum und die Noramis Gangreserve. Aber eine sportliche Variante mit den gleichen Designelementen, das ist für mich dann am Ende doch schlüssig. Bei der Datumsport der Taucheruhr, da fällt es mir etwas schwer, die wirklich in die Noramis-Reihe einzusortieren. Eine für mich etwas unbekanntere Reihe ist die Viro gewesen. Wirklich schöne Uhren zu verhältnismäßig günstigen Preisen. Die Viro Datum mit 41 mm liegt bei 1.200 Euro und ist eine schöne, schlichte Uhr für jeden, der in die Welt der Glashütte-Uhren einsteigen möchte. Findet hier, glaube ich, eine sehr gute Uhr mit einem schönen Design. Was mir auch gut gefällt, ist, dass die Gestaltung der Hörner etwas aus dem Rahmen fällt. Nicht einfach nur glatt runtergeschliffen, sondern noch eine zweite Stufe drin. Das mag ich. Das ist etwas, was nicht jedem gefällt. Aber ich mag es einfach, wenn Uhren etwas anders aussehen und ein überraschendes Element bieten, was man nicht an jeder Uhr so sehen kann. Mein persönliches Highlight aus der Serie der Union Glashütte Uhren ist der Viro Chronograph. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Hat ein anthrazitgraues Ziffernblatt, roségoldene applizierte Indizes auf 12, 6, 9 und 3, entsprechend gefärbte Zeiger, dezente Leuchtmasse und ist in meinen Augen eine sehr ausgewogene Uhr. Leider mit 44 mm Durchmesser und den doch relativ weit abstehenden Hörnern, zumindest auf dem Foto, ich habe sie noch nicht live in der Hand gehabt, dürfte sie an meinem Handgelenk wahrscheinlich etwas zu groß sein. Das finde ich sehr schade, denn auch den Preis von 2.200 Euro für die Uhr finde ich angemessen, wenn nicht sogar attraktiv. Natürlich hat Union Glashütte auch limitierte Auflagen, wie zum Beispiel die Silvretta Classic 2021, limitiert auf 128 Stück. Wobei ich persönlich mich selber frage, zu wie vielen Anlässen würde ich eine Uhr mit dieser Farbe tragen? Das habe ich bei anderen farbigen Uhren in meiner Uhrensammlung schon erfahren, dass ich sie mag, dass ich sie gerne anziehe, aber eben nicht sehr lange am Stück trage. Nachdem wir über limitierte Uhren gesprochen haben, kommen wir zu einer Reihe. 1893 sind referenziert zum Gründer der Marke, Johannes Dürrstein. Und zwar haben wir einmal die Edition Gangreserve, eine schöne klassische Uhr mit gebläuten Zeigern, mit einer Gangreserve auf der 5 Uhr Position. Tolle Uhr, nicht mein Stil, aber wirklich absolut stimmig in jeder Hinsicht. Das Datum finde ich hier überhaupt nicht störend, passt schön ins Ziffernblatt rein, fällt nicht auf, liegt wohl auch daran, dass wir hier weiß auf weiß haben und die 8 bzw. die Tagesanzeige entsprechend dezent ausfällt. Durchmesser liegt bei 41 mm und der Preis bei 2.350 Euro. Die letzte Uhr aus der 1893er Serie ist die Johannes Dürrstein Mondphase.
ebenfalls eine sehr klassische Uhr. Mir persönlich ist ehrlich gesagt auf dem Ziffernblatt etwas zu viel los. Wenn man bedenkt, dass wir hier eine Uhr von 41 mm Durchmesser haben, ein Zeigerdatum auf der äußeren Lünettenskalierung, eine laufende Sekunde auf der 9 Uhr Position, eine 24-Stunden-Anzeige auf der 9 Uhr Position, eine Mondphase auf der 6 Uhr Position und noch eine Wochentags- und Monatsanzeige auf der 12 Uhr Position, ist da schon richtig viel auf dem Ziffernblatt untergebracht. Für das, was die Uhr bietet an Funktionen und Komplikationen, finde ich den Preis von 2.750 Euro allerdings erstaunlich günstig. Last but not least gibt es aus der Johannes Dürrstein Edition auch noch einen Chronographen und das ist für mich einer der schönsten, aufgeräumtesten, klassischen Chronographen aus dem Hause Union Glashütte. Wunderschön gemacht, Eisenbahn, Minuterie sowohl auf dem Hauptziffernblatt außenrum als auch bei den Totalisatoren für die Stoppzeitanzeige. Datum schön integriert, gefällt mir sehr gut. Kostenpunkt 2.900 Euro bei einem Durchmesser von 42 mm. Die letzte Uhr, die ich euch heute vorstellen möchte, ist die Averin. Und da halte ich mal in die Kamera, was ich mir zu dieser Uhr aufgeschrieben habe. Kann man es sehen? Ja, da kann man es sehen. Ich halte es auch hier nochmal hin. Ah, Hammer. Ja, diese Uhr ist für mich ein Hammer. Ich finde eckige Uhren sowieso hochinteressant. Und bei dieser Uhr finde ich die Aufteilung des Ziffernblattes mega. Ihr mögt mich jetzt darauf aufmerksam machen, dass ich eben noch gesagt habe, das Ziffernblatt ist etwas zu voll. Das Ziffernblatt hier ist natürlich doppelt und dreifach voll. Aber ich finde sie einfach grandios. Ich finde es absolut mega, was auf dieser Uhr alles passiert. Wir haben eine runde Skalierung der Stunden- und Minutenindizes. Wir haben auf der 12 Uhr Position ein Wochentags- und Monatsanzeige. Wir haben auf der 6 Uhr Position eine Mondphase und wir haben auf der 3 Uhr Position eine hochinteressante Datumsanzeige. Ihr könnt jetzt sehen, dass das Zeigerdatum auf die 8 deutet. Wenn ihr auf die 12 Uhr Position bzw. den Totalisator auf der 12 Uhr Position schaut, seht ihr, dass es eine weitere Hand für das Zeigerdatum gibt. Und die ist etwas länger als die, die jetzt gerade das Datum anzeigt, sodass man auf der Datumsskalierung auf der 3 Uhr Position bzw. zwischen 1 Uhr und 5 Uhr dann die mittlere Datumsreihe anzeigen würde. Das heißt, die kurze Hand zeigt die 8 an, die mittellange Hand zeigt die 18 an. Und man kann es auf 8 Uhr erahnen, dort ist eine weitere Datumshand, die noch einmal deutlich länger ist und die würde dann entsprechend die 28 anzeigen. So kommt es, dass man mit drei Händen auf einem Bereich zwischen 1 und 5 Uhr jedes einzelne Datum mit einem Zeigerdatum anzeigen kann. Ich habe sowas noch nie gesehen und bin da echt richtig fasziniert von. Gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Auch die Gehäuseform mit den geschliffenen Kanten, echt klasse. Und dadurch, dass die Datumsanzeige weiß ist und der Rest des Ziffernblattes schwarz, hat man hier so ein bisschen einen Schwarz-Weiß-Look, der das Ziffernblatt auch fast hälftig teilt. Gefällt mir echt richtig gut. Ich kann das gar nicht anders sagen. Der Durchmesser der Uhr bzw. die Maße der Uhr liegen bei 41 x 41 mm. Das ist richtig groß für eine eckige Uhr. Preislich liegt sie bei 3.250 Euro. Definitiv kein Schnäppchen, aber mit der Datumsanzeige, die ich so noch nicht gesehen habe und der Farbgestaltung, echt
Klasse. Die Rückseite zeige ich euch hier auch mal. Schön gemacht, außergewöhnlich, wie das Deckglas in den Boden eingelassen ist. Auch nicht nur einfach kreisrund aufgeschraubt, sondern auch hier spezielle Formgebung. Gefällt mir echt gut. Ich bin wirklich, wirklich begeistert. Das ist auch die Uhr, von der ich euch ein paar Bilder mehr zeige. Ihr könnt hier die Kanten sehen, wie die Facetten geschliffen sind. Eckige Drücker, tolles Blatt. Ich bin richtig begeistert von der Uhr. Ich fürchte nur, dass sie mir leider viel zu groß ist. Aber ansonsten mega. Wenn euch Uhren interessieren und wenn ihr noch mehr von Glashütte sehen wollt, dann schaut euch meine anderen Glashütte-Videos an. Richtig tolle Sachen dabei und freut euch vor allen Dingen auf die nächsten Videos, die kommen. Da ist noch mehr hochinteressanter Content dabei. Bis dahin, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren. Bis dahin, tschüss, euer Axel.